Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ihr habt es vielleicht gerade mitbekommen, mein Kanal wurde gesperrt. Hier auf YouTube habe ich bereits mehrfach Kanäle gemeldet, in denen der Prophet Mohammed a.s. auf schlimmste Art und Weise beleidigt wird, in dem der Koran auf schlimmste Art und Weise diskreditiert wird. Jetzt neuerdings ein Video, The White Roses, in dem behauptet wird, dass alle Muslime Lügner sind, in dem über den Koran gelogen wird, diffamiert wird. Da kann man melden, solange man will. Diese Videos werden natürlich auf YouTube bleiben. Wir haben beschränkte Möglichkeiten, uns zu artikulieren und die Wahrheit zu verteidigen. Ich habe natürlich selbstverständlich die meisten Videos auch hier auf einem speziellen Server bzw. auf einer speziellen Speichermedium, und aber nichtsdestotrotz ist es für mich etwas, das ist ein Prinzip, das habe ich immer gemacht, seit ich auf YouTube bin. Die Videos sind für mich immer etwas, das ist Situationskomik, das entsteht aus etwas heraus, und ich habe jedes Mal den Kanal neu aufgebaut, und das werde ich auch dieses Mal tun. Auch wenn Leute mich immer wieder, gerade die Gegner, auf meinen Schwur ansprechen, haben sie immer noch nicht begriffen, dass ich aus dem Koran einen Vers ganz klar rezitiert habe, in dem eindeutig steht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht zum Hindernis machen darf, um Gutes zu tun. Ich habe alleine nur mit der Gegendarstellung des verlogenen Videos von dem User Three White Roses oder wie... Oder The White Rose, genau, The White Rose, in Anlehnung an die Geschwister Scholl, habe ich alleine nur mit der Gegendarstellung zwei Leute erreichen können durch meine englischsprachige Aktivität. Alleine das hat mir schon gereicht. Ich stehe, inshallah, werde ich jetzt, habe ich mir da auch die Kontaktdaten notiert, und da werde ich auch den Kontakt halten, also im englischsprachigen Raum. Obwohl es nur so wenige Klicks waren, alhamdulillah, konnte man zwei Leute erreichen. Durch die deutsche Darstellung sind einige Leute dazu gekommen, dass sie sagen, sie würden das lieber selber lesen, bevor sie sich etwas vormachen. Denn sie hätten es nicht gelesen, auch wenn dieses Video drei Dinge über den Islam darauf hinweist, lest selbst den Koran. Hätten sie nicht den Koran gelesen, weil sie hätten das einfach so hingenommen. Das wird auch so ganz unterschwellig reingenommen, so nach dem Motto, lohnt sich gar nicht, den Koran zu lesen. Ich persönlich denke, dass YouTube viel an sich arbeiten muss, ansonsten wird es auch viel von seiner Attraktivität verlieren. Und ich denke, dass gerade auch User wie ich YouTube attraktiv gestalten und dafür sorgen, dass auch Bewegung in die ganze Sache reinkommt. Sonst wäre das ganze Ding einfach ein langweiliger Abklatsch. Ich polarisiere bewusst, ich provoziere bewusst, ich versuche eben die Leute auch aus der Reserve zu locken und versuche eben auch sehr vehement die Wahrheit zu verteidigen und zu verbreiten. Und im Marketing spricht man immer davon, dass wenn man das langweilig tut, erreicht man die Menschen nicht. Man muss es natürlich auch mit einer gewissen Akribie tun, und um eben die Menschen zu erreichen, denn wir sind nicht hier, um uns zu beweihräuchern, sondern wir sind hier, um die Wahrheit zu verbreiten. Das ist eine Pflicht, und es geht nicht darum, dass es sich um irgendein Hobby handelt, sondern das ist eine Berufung. Ich habe hier durch YouTube schon Menschen, alhamdulillah, dazu bewegen können, sich mit dem Islam zu befassen, und das alleine reicht mir. Die ganze Arbeit in über einem Jahr reicht mir das schon. Oder Menschen, die anders über den Islam denken oder eben auch anders über die Religion des Christentums sich Gedanken gemacht haben, für sich herausgefunden haben, auch durch meine Videos, dass sie vieles einfach überlesen, einfach hinnehmen. Aber es gibt auch User, die sagen, ja, es wird immer davon gesprochen, dass die Muslime einer Gehirnwäsche ausgesetzt sind, aber da gibt es einfach zu viele Menschen, als dass man sagen könnte, die alle irren sich und sind dadurch eben auch auf den Gedanken gekommen, dass eben nicht diejenigen Recht haben, die sagen, Muslime sind einer Gehirnwäsche ausgesetzt, sondern eben diejenigen Recht haben, die sagen, nein, es ist die Wahrheit. Und sobald sie den Koran lesen, alhamdulillah, geschieht auch was bei den meisten. Und ich habe auch unglaublich viel tolle Resonanzen bekommen, muss ich also wirklich sagen, wo Menschen eben sagen, dass sie was erlebt haben, dass sie
dass sie begriffen haben, dass es eben nicht nur ein Buch ist, sondern dass es etwas Göttliches in sich hat, was man einfach nur so beschreiben kann. Und dass sie auch einfach, wenn sie sich von allem mal lossagen, von diesen ganzen störenden Gedanken und ganz unbeschwert und befreit den Koran lesen, dass sie dann erkennen, wie viel Energie der Koran in sich trägt und was man alles daraus gewinnen kann. Und dass man eben diesen Klischees und vor allen Dingen diesen, auch hier auf YouTube, diesen primitiven Beleidigern, die auf Kindergartenniveau rumbeleidigen und den Namen Allah subhanahu wa ta'ala verunglimpfen oder den Namen des Propheten Muhammad alayhi salatu salam verunglimpfen, weil sie sich zum Opfer des Mainstreams gemacht haben, weil sie nicht ihre Augen öffnen, weil sie nicht auf die leisen Stimmen hören, die unterdrückt werden sollen, zum Beispiel was den 11.9. angeht. Wissenschaftler, die sagen, dass es sich um einen Inside-Job handelt, dass sie nicht erkennen, dass Israel und die Vereinigten Staaten Hand in Hand wie Verbrecher im Persischen Golf stehen, um sich das Öl anzueignen, dass sie nicht erkennen, dass die kompletten Kriege, die geführt wurden, dass es materialistische Kriege sind, dass in Afghanistan gewaltige Bodenschätze gefunden wurden und das der Öffentlichkeit erst vor kurzem bekannt gemacht wurde, um so zu tun, als ob es jetzt erst wirklich bekannt wäre. All dieses lässt erkennen, dass der Welt etwas vorgegaukelt wird und dass wir natürlich im Mainstream nicht immer gut beraten sind, einfach nur zu folgen, sondern dass wir selber stehen bleiben, uns umblicken und selber verstehen und begreifen, dass es um uns geht und nicht um die Gedanken anderer. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, wir sind nicht erschaffen worden, um auf diese Welt zu kommen, um einfach die Gedankenmuster anderer Menschen, die vor uns gelebt haben, bedingungslos zu übernehmen, sondern wir sollen uns Gedanken machen und dann begreifen, welche Gedanken wir übernehmen. Und bei den Offenbarungen sind es eben nicht Gedanken von Menschen, es sind nicht die Gedanken der Propheten, sondern es ist ein einheitlicher Gedanke. Über eine riesen Zeitspanne hinweg haben sich die Propheten weder widersprochen, noch sind sie mit unterschiedlichen Botschaften aufgetreten, sondern es ist eine einzige Botschaft an die Menschheit. Und diese eine Botschaft vereint auch die Menschheit. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Schöpfer. Und das haben alle gepredigt und die großen Propheten, deren Namen alle allgegenwärtig sind und das nicht ohne Grund, nämlich Moses, Jesus und der Prophet Mohammed, Friede sei auf allen Gesandten Gottes. Alle haben dieselbe Botschaft gebracht und sie haben sich nicht abgesprochen. Es gab keine Network, es gab keine E-Mails oder Communication Networks jeglicher Art. Das gab es alles nicht. Und in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Regionen sind sie aufgetreten und alle mit ein und derselben Botschaft. Und zuletzt hat der allmächtige Gott uns eben auch zu verstehen gegeben, der Prophet Mohammed alaihi salatu salam aus Arabien, der überhaupt nicht die Sprachen beherrschte, in denen die zuvor offenbarten Schriften den Menschen bekannt waren. Es gab keine arabische Evangelium. Es gab kein einziges arabisches Evangelium. Es gab keine arabische Bibel. Und der Prophet Mohammed alaihi salatu salam gibt nicht nur im Auftrage und Namen Gottes, des Allmächtigen, nicht nur die Inhalte wieder, sondern er korrigiert die Entstellungen und zwar logisch und für den Menschen verstandesgemäß. Da sind Kompromisse, was Konfliktsituation der vorherigen Schriften angeht. Und das lässt einfach erkennen, dass es in sich schon ein Wunder ist, dass der Prophet Muhammad alaihi salatu salam zu dem Analphabet, zu dem losgelöst von den vorherigen Gesandten aus der Geschichte, eben doch wieder dieselbe Botschaft bestätigt, insistierend. Und ein roter Faden sich ergibt, ein gewaltiger roter Faden. Zum Beispiel sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, aufzulösen, ich bin gekommen zu erfüllen. Und wer auch nur eines der kleinsten Gesetze auflöst, Gottes, ist der Geringste im Himmelreich. Nun ist es so, dass als nun der Koran kam, hat er ja die Gesetze und Gebote verändert, was die vorherigen Schriften angeht. Zum Beispiel wurden Strafen aufgelöst. Ja? Den Juden waren zum Beispiel die Strafe, das Koscheressen, das extrem komplizierte Koscheressen auferlegt. Das war bis dahin gesetzt. Und im Koran ist es aufgehoben und es ist nur noch das Schweinefleischverbot. Aber wir sehen den roten Faden. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 65, da lesen wir, dass Gott diejenigen verflucht, die Schweinefleisch essen und nicht etwa diejenigen,
die nicht koscher essen. Das ist also schon alles konstruiert. Das ist alles ein roter Faden. Denn wenn da gestanden hätte, diejenigen, die nicht koscher essen, dann würde es für die heutige Zeit einfach keine Zeitlosigkeit bedeuten, weil es ausschließlich nur die Juden per heute sind, die koscher essen. Sondern es bezieht sich tatsächlich dann in dem Buch nur auf diejenigen, die Schweinefleisch essen. Und das sind nun einmal die Christen. Und da heißt es dann in Jesaja als Prophezeiung, die sich sogar noch als heilig glauben und essen dabei doch Schweinefleisch. Genau das, was sie heute tun, indem sie das Evangelium entstellen. Alleine Matthäus 15 nachzulesen. Der letzte Vers wird in den anderen Evangelien entstellt und durch einen Kommentar ersetzt. Ja, da heißt es, damit erklärt er alle Speisen für rein, als es aber nur um das Essen mit ungewaschenen Händen geht. Wenn man Matthäus 15 liest, spricht Jesus ausschließlich nur von diesem Aspekt, das Essen mit ungewaschenen Händen macht nicht unrein, als er sagt, was in den Menschen reingeht, macht den Menschen nicht unrein. Nun, das alles zeigt also diese gewaltige Botschaft und diesen gewaltigen roten Faden der Offenbarungen Gottes. Und ich komme zurück auf Jesus, der also gesagt hat, ich bin nicht gekommen aufzulösen. Und dann sagt Jesus, wer auch nur eines der kleinsten Gesetze auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Und dann habe ich euch erklärt, dass nun der Koran Veränderungen herbeiführt. Und dann sagt der Koran, so als wenn er dann eben wie ein roter Faden auf Jesus sozusagen auch antwortet oder es ergänzt, denn Jesus sagte, der nach mir kommt, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Da steht dann drin, was auch immer wir an Versen aufheben, wir bringen dafür bessere oder gleichwertige. Das ist eine Erklärung, denn Jesus sagt, wer auch nur eines der kleinsten Gesetze auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Und der Koran sagt, der Koran löst nicht auf, der Koran ersetzt. Und das heißt bekanntlich nicht auflösen. Und Jesus warnt ausdrücklich vor Paulus, der tatsächlich aufgelöst hat, zum Beispiel das Schweinefleischgebot. Wir sehen also diesen gewaltigen roten Faden aus einer Rede, einem Vers. Und der Koran gibt die Antwort darauf. Ja, was immer wir an Versen, nämlich der Voroffenbarungen aus Tora und Evangelium. Was immer wir auch aufheben, wir bringen dafür bessere. Das ist also der Ersatz. Und Jesus macht dies auch klar. Ja, ihr wisst, euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, haltet die andere Wange hin. Das heißt, Jesus löst in dem Moment nicht auf, sondern er ersetzt, aber nur für seine Gemeinschaft. Wir sehen also dieses gewaltige Konstrukt, dieser rote Faden, nichts der wahrhaftigen Botschaft widerspricht sich. Und das ist das Faszinierende. Und man erkennt dieses, ich möchte es jetzt ganz einfach mal salopp, damit man das Verständnis dafür bekommt. Man erkennt dieses Puzzle. Und diese Offenbarung dieser Botschaft ist verschiedenen Menschen in verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern weit auseinander erteilt worden. Und trotzdem stimmen sie am Ende überein, ergänzen sich, harmonieren. Prophezeiungen lassen sich richtig hin und her schieben. Das heißt also, da ist die Prophezeiung, da ist die Erfüllung, die Geschichte in sich konstruiert, perfekt, als ob sie an einem Stück geschrieben wurde von einem Autor, was eben auch so ist. Aber eben über einen langen, langen Zeitraum. Und das ist das Faszinierende an den Offenbarungen. Wir wollen die Menschen dazu einladen, als Muslime zur Wahrheit zu kommen. Wir wollen sie dazu einladen, den Koran wirklich zu lesen und zu begreifen, dass der Islam die Wahrheit ist, von der Jesus gesprochen hat, als er in seiner eigenen Sprache das Wort Moschlem benutzt hat. Er hat also gesagt, selig sind die Moschlemmen. Und im Koran wiederum steht, die neuen, der Name, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen benennt, ist genauso, wie er sie schon vorher benannt hat. Ja, also man erkennt diese gewaltigen roten Faden. Und dann in der Tora weit vorher steht, dass die Gläubigen einen neuen Namen bekommen werden. Und Jesus ist derjenige, der zum ersten Mal dann sagt, selig sind die Moschlem auf Aramäisch. Und in der Bible Encyclopedia heißt es dann eben, das sind Gottergebene. Und der Koran greift dies wieder auf und sagt, so wie wir sie schon vorher genannt haben, und so sind wir diejenigen, die Muslime, die von Jesus selig gesprochen wurden, als nicht im Rahmen der Religionsbezeichnung, sondern als Gottergebene. Und wo sagt Jesus dies? Als er sagt, das allerhöchste Gebot, liebet nur Gott allein. Nennet mich nicht gut, sondern nur Gott allein ist gut. Liebet Gott mit all euren Sinnen. Das ist die Botschaft, das ist die zentrale Aussage auch des Islam, der die komplette Wahrheit, die kompletten Offenbarungen der Gesandten zum Siegel, zum Abschluss bringt, mit der klaren abschließenden Botschaft, La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott, der anzubeten ist, als den einen einzigen allmächtigen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah und allen anderen
denkt nach und kommt zur Wahrheit.